Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Und ja, ich habe, wie angekündigt, meine Abendaufnahme gemacht, habe aber mich entschieden, ich mache auch heute nur eine Folge. Ich bin jetzt mittlerweile einfach zu müde, um irgendwas großartig reißen zu können. Und deswegen werden wir heute werden wir uns heute auf jeden Fall auch wieder auf den Rhino stürzen. Ich denke mal, ja, morgen vielleicht noch nicht. Aber übermorgen dann höchstwahrscheinlich, weil ich muss ja, wie gesagt, dann erstmal ein bisschen vorproduzieren und ein bisschen was Größeres machen. Übermorgen auf jeden Fall wird es dann so sein, dass ich dann höchstwahrscheinlich Drachengrab gehe. Oder irgendwas anderes, je nachdem. Ich hatte übrigens überlegt, auf Fußballturnier zu gehen. Die Zeit passt schon, aber ja, ist ja keiner da. Und Fußballturnier alleine geht nicht. 4 Spieler müssen es mindestens sein. Naja, zählt nichts. So, die Fußball-Euphorie, wie es so schön heißt, soll ja dieses Jahr sowieso ein bisschen gedämpft sein. In ganz Deutschland teilweise hier Public Viewing von wegen, ja, macht kaum einer mit. Ich muss selbst sagen, ich habe auch schon die EM und WM deutlich mehr verfolgt als ja, dieses Jahr. Keine Ahnung, woran es bei mir liegt. Bei den anderen soll es, oder bei Public Viewing und ähnlichem soll es ja eher an der, sagen wir mal, ja, man kann es Terrorangst nennen, dass das ein bisschen wirklich das ganze Geschehen überschattet. Ob das jetzt so war es oder nicht, oder ob das so stimmt, keine Ahnung. In jedem Fall, naja. Ich sag mal so, es ist ja nicht wenig passiert bei den letzten Öffnen oder bei den letzten, ja, oder bei vielen Dingen in Deutschland auch. Man braucht nur halt den Silvesterabend in Köln, kann man sich zu Wege nehmen. Das gab es ja dann auch in verschiedenen Ausführungen mehrfach schon in anderen ja, Gestalten und Formen in anderen Städten. Und ja, wie gesagt, dann die Anschläge auch für die EM waren ja eigentlich Anschläge angedroht. Bis jetzt ist glücklicherweise nichts gekommen. Hoffen wir, dass das bis einschließlich Finale durchhält. Und dass da die Sicherheitskräfte gut genug sind, um die Verrückten, die da irgendwas geplant haben oder planen würden, einfach mal abzuhalten. Und naja. Ja, jedenfalls hoffen wir wirklich das Beste. Ansonsten, wie gesagt, ich für meinen Teil, ich komme ja gar nicht dazu, irgendwie was anzugucken, dadurch, dass es hier so ja, hin und her geht, dass ich ein bisschen was zu tun habe. Und dann bist du abends auch müde, dann bist du ins Bett und so weiter und so weiter und so fort. Und mein Schlaf muss sein. Den gönne ich mir schon. Den lasse ich mir von niemandem klauen. Nein. Das sieht man ja hier. Ich war hier, werde von dem Dingens verfolgt. Ich glaube, bin ich gerade eingepennt? Ich weiß nicht. Jedenfalls, ich bin jedenfalls hellwach und dann, Fußball-WM, genau, Fußball-WM, ich bin Fußball. Ja, man soll ja nicht bei, wenn man müde ist, so viel fahren, habe ich gehört. Und naja, wie gesagt, könnte mir nie passieren, dass ich einschlafe, einfach so, weil ich bin. Was? Ja, wie gesagt, wenn du nebenbei quatscht, dann kann das gar nicht passieren, dass du. Okay. Ja. Ich weiß nicht. Würde ich nie tun. Irgendwas in der Form. Also jedenfalls werde ich so machen. Nach dieser Folge gehe ich ins Bettchen, mache Haierchen und ja, Papayachen und so. Und ja, gut, nächste Woche habe ich Mittelschicht. Der Montag könnte sein, dass ich da schon ein bisschen verplant bin. Dienstag könnte sein, dass ich da auch ein bisschen verplant bin. Weiß ich noch nicht. Das heißt, ich muss Mittwoch bis Freitag nutzen zum Aufnehmen. Glücklicherweise sind da keine Geburtstage drin. Und naja, keine Geburtstage drin, genau. Naja, ich denke, das sollte dann hinhauen. Der rennt woanders hin. Ansonsten hätte ich gedacht, naja gut, lade ich ihn in Gruppe. Ich meine, der Rhino respawnt schnell genug, das wäre auch so gegangen. Aber, naja, wie gesagt, sind keine Geburtstage drin. Das heißt, ich muss da irgendwann mal anfangen. Ich auch, wie gesagt, mit dem Special-Projekt, das ist ja noch gar nicht gemacht. Das ist noch gar nicht aufgenommen. Was es wird, steht fest. Es wird erstmal Alarmstufe Rot 2 sein. Das eine andere, was vorgeschlagen wurde, was war's? Total War Warhammer. Ja, der Dü hat sich's gekauft oder kaufen lassen. Ich glaube, es wurde ihm geschenkt, so wie mir gesagt wurde.
Und ja, ich nehme an, dass er das dann Let's Playen wird. Sollte es gut sein, sollte der Multiplayer gut sein und so weiter und so fort, kann ich mir das ja noch nachholen. Und ja, wie gesagt, wenn es denn dann soweit ist, ja, dann ist es soweit und wir machen einfach ja, noch ein paar Multiplayer-Battles. Ist ja möglich. Genau dasselbe ist ja eigentlich bei Alarmstufe 2 möglich, weil, ja, das ist ja auch ein tolles Spiel, auch der Multiplayer, den habe ich auch noch nie ausprobiert im Übrigen, aber es müsste ja alles funktionieren. Übrigens, Command & Conquer Alarmstufe 2 habe ich ja geschenkt bekommen, ich hatte es zwar vorher schon mal im Original gehabt, aber keine Ahnung, wo die CD hin ist. Ja, jedenfalls habe ich es jetzt in Origin drin, einfach aus dem Grund, weil es mal als aufs Hausgame da drin war. Das heißt, wer Origin nicht hat, ich mache mal ein bisschen Werbung, wer Origin, also quasi den Steam-Host von EA nicht hat, sollte sich ihn runterladen, selbst wenn man keine Spiele kauft. Manchmal ist da was aufs Haus drin und manchmal sind da auch ein paar nette Sachen drin. Ich hatte da so, zum Beispiel auch schon, ist meistens ältere Spiele oder immer ältere Spiele, aber ich hatte da zum Beispiel auch schon ein Sims 3 drin. Oder was Sims? Ja, doch, müsste Sims 3 sein. Und ja, wie gesagt, jetzt auch Command & Conquer. Da gibt es ab und zu mal nette Angebote. Quasi einfach aufs Haus, einfach quasi bestellen, runterladen, fertig. Selbst wenn man da nichts bestellt. Bestellt selbst ist da übrigens aber trotzdem schon mein Mass Effect 4, also Mass Effect Andromeda da, was ja Ende des Jahres rauskommen wird und natürlich auch wieder auf meinem Kanal zu sehen sein wird. Und ja, ich bin schon gespannt. Ich hoffe, es wird genauso gut wie die Vorgängerteile. Und ja, wir sehen weiter. Lalalala, so, da lang. Ansonsten über Origin habe ich noch Dragon Age laufen. Das müsste aber, glaube ich, auch über Steam. Also die meisten Spiele gehen ja über Steam. Fallout habe ich über Steam. Also ich habe quasi per Origin und per Steam so ziemlich alles installiert, was ich momentan so zocke. Selbst Fiesta läuft über Steam, abgesehen von Minecraft. Minecraft fällt mir gerade ein, Minecraft nicht. Dann das neue Projekt läuft über Steam. Was ist noch? Das neue Projekt läuft über Steam, genau. Dann Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde 2, das ist das einzige, was noch über CD läuft, weil es das weder auf Steam noch auf Origin noch auf irgendeinem anderen Hoster gibt. Also Spieleplattform, nenne ich es mal. Ich bin ja mittlerweile dazu übergegangen, wirklich alles in Steam und so weiter zu verkaufen. Früher habe ich gesagt, brauche ich nicht, mache ich alles so, dass ich das halt, was weiß ich, ja, im Laden kaufe sozusagen, dann habe ich CD da liegen. Aber mittlerweile werden ja immer mehr CDs. Erstens das, zweitens, wie es eben bei Alarmstufe Rot 2 ist, ich finde es einfach nicht mehr. Die Erweiterung, die übrigens bei dem bei Origin da dabei war, die hatte ich ja sowieso nicht. Insofern habe ich da sogar was dazu bekommen. Aber wie gesagt, ich finde es einfach nicht mehr, du versiegelst was, ja, dein Steam-Account, na gut, wenn du dein Passwort versiegelst, hast du auch ein Problem, aber so oft passiert das hier ja jetzt nur auch nicht und dann muss man sich halt mal ein bisschen einschlägig, kompliziertes sollte man ja schützen, es sind ja auch Werte, die in solchen Spieleplattformen drin sind, ja, muss man sich halt das Passwort ein bisschen besser überlegen, muss man ein bisschen schützen und so weiter und so fort und das geht schon, das geht alles, das funktioniert. Und mittlerweile ist ja auch ähnlich wie bei YouTube hier und Google und so weiter und so fort so eine doppelte Authentifizierung, gerade bei Steam, bei Origin weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber bei Steam auf jeden Fall möglich. Doppelt heißt im Prinzip, dass halt, wenn du dich irgendwo neu anmeldest, nochmal auf dein Handy, die angegebene Handynummer, dass du da halt nochmal eine Sims kriegst, von wegen, ja hier, du willst dich da anmelden, gib mal den Code ein. Finde ich gar nicht mal so schlecht, weil wie gesagt, es macht es Hackern nicht unmöglich. Hackern ist es niemals unmöglich, aber es ist schwer, Hackern auf jeden Fall speziell an deinen Account ranzukommen. Und ja, gerade da, wo es angeboten wird, ja, man muss es nicht bei jedem annehmen, aber gerade da, wo, sagen wir mal, Werte, finanzielle Werte vielleicht auch dahinter stecken oder einfach Dingenswerte, ideologische Zeitwerte oder sowas, sollte man es auf jeden Fall annehmen. Das heißt, für Google, Facebook würde ich vielleicht auch machen, weiß ich noch nicht. Gerade weil mein Facebook-Account mir doch ein bisschen was wert ist, nicht weil ich da ja, irgendwie 1798 Freunde habe, habe ich nicht. Ich lade meistens zumindest auf meinem privaten Facebook-Konto sozusagen, lade ich ja nur die Leute ein, die ich auch wirklich kenne oder in der Regel. Leute, die ich auch wirklich mal im realen Leben getroffen habe. Naja, wie gesagt, die Seite
Ich meine, ist ersetzbar, das wäre jetzt nicht das Wilde. Aber ja, wie gesagt, letzten Endes sind da ja auch ein paar private Daten und ja, mit der Miteingabe der Telefonnummer ist bei Google, ist bei Steam, ist überall so, wo du das machst. Miteingabe deiner Telefonnummer, damit die dir eine SMS schicken, ist es natürlich ein privates Datum, Dat mehr. Wie heißt denn das? Ein privater. Was sind die Einzahl von Daten? Eine private Date. Was ist die Einzahl von Daten? Könnt ihr mir das mal sagen? Also eine private Information ist es auf jeden Fall mehr, die ihr da quasi austeilt und verteilt. Und naja, ob ihr die halt teilen wollt oder nicht, muss natürlich jeder selber wissen. Aber gerade bei wichtigen Sachen würde ich es empfehlen, weil wie gesagt, man muss es Hackern nicht zu leicht machen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, mich hackt ja eh keiner, ja, mich hackt doch eh keiner, ich hab doch nichts drauf, was die interessiert und so weiter und so fort. Grundsätzlich richtig. Das gilt auch hier für zum Beispiel ja, Online-Banking oder sowas in der Art. Wenn da Leute sagen, ja, mich hackt da eh keiner, ich hab da eh nichts auf dem Konto, bei mir kann man nichts abbuchen, also brauche ich da auch kein so sicheres Passwort oder brauche ich da auch nicht so Vorsicht drauflegen. Ja, es kann durchaus sein, dass bei euch auf dem Konto nichts ist. Es kann durchaus sein, dass bei eurem Steam-Konto nichts drauf ist. Es kann durchaus sein, dass ihr auf Google, Facebook oder E-Mail-Adresse nichts wirklich Wertvolles gespeichert habt. Aber woher sollen die das wissen? Die wissen nicht, ob du ein lukratives Ziel bist oder nicht. Ein lukratives Ziel bist es, indem du es solchen Hackern und so weiter einfach leicht machst. Und leicht machst du es in dem Fall, indem du nicht, sagen wir mal, möglichst viele Sicherheitsmechanismen, und da gehören auch gute Passwörter dabei, nutzt. Ich meine, bei manchen Dingen habe ich auch nur ein Passwort von 1, 2, 3, 4, 5 angelegt. Einfach weil manche Dinge einfach nicht unnützlich sind, sagen wir es mal so. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn wir für Herr der Ringe irgendwie ein privates Netzwerk in Anführungsstrichen erstellen. Für Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde 2, wie gesagt, wir spielen das ja entweder über Hamachi, eher jetzt wahrscheinlich über Tangel, weil sich die beiden auch nicht so richtig vertragen. Dann sind wir jetzt wahrscheinlich so umgestiegen auf Tangel komplett, weil das einfach ein bisschen stabiler läuft als Hamachi. Und ermöglicht halt ein paar mehr Spieler, glaube ich, auch. Und naja, jedenfalls auch da erstellen wir immer ein random Netzwerk, was wir weitergeben. Und das Passwort ist meistens 1, 2, 3, 4, 5 oder sowas in der Art. Weil, ja, wie gesagt, die Leute, die reinkommen, dürfen berechtigt. Die anderen, ja gut, was wollen sie denn machen? Ich gehe mal von aus, dass von jedem die Daten so gesichert sind, dass man halt über das Hamachi- oder Tangel-Netzwerk nicht einfach so auf die privaten Daten zugreifen kann, quasi weil das als normales, in Anführungsstrichen, LAN-Netzwerk erkannt wird, was und der Rechner zum Datenteilen freigegeben ist. Gibt natürlich auch solche, aber wie gesagt, muss ja nicht sein. So, und ja, gerade das ist ja das Problem. Heutzutage schmeißen die Leute mit ihren Daten um sich. Einerseits muss man es, andererseits ist halt auch schön. Was ich übrigens gerade gelesen habe an privaten Daten, mittlerweile wird ja der Datenschutz im Prinzip noch mehr ausgehebelt. Also grundsätzlich war es ja so, früher konnte keiner für keine Firma, für was auch immer, bei deinem Einwohnermeldeamt quasi nachfragen, ja, der und der, ich hätte da mal die Daten gehabt oder sowas in der Art. Oder ja, ich gebe mir mal die Daten von dem und dem. Ging früher nicht. Ist auch gut so gewesen. Die einzigen, die das offensichtlich geschafft haben, war die GEZ. Weil die ja sowieso immer außerhalb des Gesetzes stehen, wisst ihr ja. Die kriegen die Daten, die brauchen nicht mal nachfragen. Die kriegen die Daten auch einfach zugeschickt, obwohl es eine private Firma ist. Und naja, jedenfalls über die Fußball-WM, wie es immer ist. Über Fußball-WMs werden gerne Gesetze geschlossen oder beschlossen, die anderen nicht so gefallen. Und eins davon wird wohl eine Aushebelung eben dieses Datenschutzgesetzes sein. Im Prinzip steht da am Anfang immer noch dasselbe drin. Ja, wie gesagt, ein Weitergeben ist untersagt, solange der Eigentümer der Daten halt nicht zustimmt. Also du. Wenn du nicht zustimmst, ist sogar egal, es sei denn, und so steht das drin, es sei denn natürlich, die Daten, Ausnahme ist Firmen, die Daten bereits haben und quasi nur zur Erweiterung und einem Datenabgleich das Ganze machen. Also sprich, wenn jemand deine Adresse hat, kann er auch das alles andere abfragen, weil er ja deine Adresse schon hat und den Rest, das ist ja schnell gemacht.
Und ich sag mal so, wo steht denn überall heutzutage deine Adresse? Das wird im Prinzip den Datenschutz komplett aushebeln. Im Prinzip kann da jede Firma hingehen und sagen, ja, komm, ich hol mir das jetzt. Das finde ich nicht schön. Es ist quasi ein schwarzer Tag für den Datenschutz. Ich weiß nicht, ob das Gesetz schon so durch ist. Soweit ich weiß, ja, auf jeden Fall, wenn, dann wird es auf jeden Fall so beschlossen werden. Insofern, wie gesagt, im Prinzip, Datenschutz ist damit gestorben. Du kannst sämtliche Daten, die Einwohnermeldeämter haben, werden dann einfach mal weitergegeben. Auch wenn du sagst, ja, deine alte Adresse oder sowas in der Art. Was, der ist umgezogen, gib mir mal die neue Adresse. Geht ja auch, weil sie die alte ja schon haben. Naja, wie gesagt, im Prinzip kannst du vor keiner Firma in Anführungsstrichen mehr fliehen. Was nicht so günstig ist teilweise. Klar, die Firmen, wenn du eine Rechnung hast, solltest du die auch bezahlen. Und wenn du, sagen wir mal, eine Rechnung nicht bezahlt hast, du verdienst auch, dass das verfolgt wird, weil letzten Endes jeder sollte das kriegen, was er verdient, und wenn du irgendwas, eine Leistung in Anspruch genommen hast, ob du was bestellt hast oder was weiß ich, eine Dienstleistung, dann muss das hinterher bezahlt werden, ist logisch, oder vorneweg am besten. Aber ja, wie gesagt, einfach so wildfremden Leuten, die nur mal, was weiß ich, du hast bei einer Umfrage im Internet mal deine Daten eingegeben, also deine Adresse, weil du gedacht hast, ja, kannst was gewinnen. Oder du hast bei hier Gamigo zum Beispiel deine Adresse angegeben. Und ja, die wollen halt jetzt dir tausendfach Werbung schicken und so weiter und so fort und fragen nach, ja, wohnt er denn überhaupt noch da? Und die sagen, nö, komm, hier hast du deine neue Adresse oder hier hast du die Telefonnummer und hier hast du, ja, ob der Name noch derselbe ist. Ist er verheiratet? Ist er ledig? Ist er geschieden? Hier kriegst du jetzt alles von mir. Bitteschön. Weil das ist ja alles in den Einwohnermeldeämtern vermerkt, welchen Job da hat, nicht unbedingt, aber wie gesagt, im Prinzip, die Einwohnermeldeämter wissen schon viel und ja, wie gesagt, Firmen wissen so viel und letzten Endes gerade diese Daten, die Daten sind das Wichtigste momentan, die ein Mensch eigentlich besitzt. Nicht das Geld, sondern seine eigenen Daten. Sieht man ja, sonst würden so Unternehmen wie Facebook gar nicht leben können, weil, wie gesagt, wer hat denn von euch schon mal Facebook bezahlt? Und klar, Werbung gibt es da auch drauf, aber sagen wir mal, das ist ja personalisierte Werbung. Zeigen dir halt nur Werbung, wo du höchstwahrscheinlich drauf anspringst. Woher wissen die das? Richtig, durch deine Daten. Alles, was du da eingegeben hast, das hast du halt mittlerweile freiwillig gemacht. Insofern, naja, muss man halt immer vorsichtig sein. Aber trotzdem, die Telefonnummer sollte halt, wenn es um die Datensicherheit gegenüber, sagen wir mal, Hackern geht, sollte man da vielleicht nur mal eine Ausnahme machen. So, ansonsten, wie gesagt, ich bin jetzt müde, ich mache jetzt Feierabend und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Tschüss.